Servus, Leute, und ein schönes, frohes, neues Jahr wünsche ich euch. Ja, willkommen zu einem neuen Projekt. Warum starte ich ein neues Projekt, wenn ich sowieso so viele am Laufen habe? Ganz einfach. Dieses Spiel hier, Soul's Dice, der Final Level Gamer und ich haben eine kleine Vereinbarung getroffen. Diese Vereinbarung besagt, dass wir zu Neujahr, also am 1. Jänner 2016, jeder ein Spiel spielen wird, das der jeweils andere vorgeschlagen hat, beziehungsweise das der jeweils andere sehen möchte. So oder so ähnlich läuft das vonstatten. Deswegen seht ihr am 1. Jänner beim Final Level Gamer ein Gameboy-Spiel namens Monster Max, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und auf meinem Kanal, The Uncle Wolf, seht ihr ein NES-Spiel mit Namen Soul's Dice, eines von Final Level Gamers Lieblingsspielen, soweit ich mich jetzt recht entsinne. Und Monster Max und Soul's Dice haben ziemlich viele Gemeinsamkeiten, weil das Spielprinzip, wie man hier schon sieht, ist sehr ähnlich aufgebaut. Und von diesem Spiel habe ich keinerlei Ahnung, denn es ist blind für mich. Oder keinerlei Ahnung ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Oder zu weit aus dem Fenster ausgelehnt. Denn natürlich kenne ich die Spielmechanik wegen Monster Max und weiß daher, wie dieses Spielprinzip in etwa ist. Außerdem habe ich das Let's Show vom Final Level Gamer gesehen. Kann mich jetzt aber leider nicht mehr alles erinnern, aber nun gut. Und das, ich glaube, 16. Türchen meines Touhou Adventskalenders hat ein recht ähnliches Spiel gezeigt, nämlich Mari's Dice, das ich damals falsch ausgesprochen habe, und im Video vom 16. Dezember habe ich dieses Spiel hier, Soul's Dice, auch falsch ausgesprochen. Da habe ich es nämlich Soul's Dials genannt, mehrmals, und ich glaube, das ist eine falsche Aussprache. Auf jeden Fall, das Spielprinzip sollte wohl ziemlich ähnlich sein wie Mari's Dice, also dieses Spiel hier in Touhou-Style. Und vom Let's Show vom Final Level Gamer hat er zumindest gesagt, dass er dieses Intro hier von diesem Spiel megamäßig genial findet. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel. Der Soundtrack klingt schon mal nicht schlecht. Und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Warum geht jetzt mein Controller nicht? Toll, sowieso Störung, Moment mal. So, meine lieben Leute, da bin ich wieder zurück. Ja, ist kein Wunder, dass die Steuerung nicht ging, weil ich sie nicht eingestellt habe, ich Volldepp. Super Start für dieses Let's Play. Auf jeden Fall musste ich jetzt sowieso einen kurzen Schnitt machen, wegen Störungen, die ich nicht möchte. Denn ich möchte das Spiel so genießen, wie Final es meint, dass es gut sein soll. Oder so, ich habe den Satz gerade sowas von falsch betont, aber egal, fangen wir an. Ich habe die A-Taste belegt. Also. Okay, das war das Intro. Ich habe jetzt leider nicht so schnell lesen können. Ich glaube, der Bösewicht heißt Morbius, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. Okay, das sind wir. Wir sind der Magier. Das ist geil. Wie bei Monster Max, Tatsache. Ich hätte mir die Namen aufschreiben sollen irgendwo. Ach, so ein Blödsinn. Gucke ich jetzt nochmal nach, wie die Leute heißen. Ja, ich guck nach. Einen Moment mal. So, meine lieben Leute, da bin ich wieder zurück. Ich habe nachgeguckt, weil ich möchte jetzt das Spiel ja auch so genießen, wie man es genießen kann. Der nette Herr, den wir hier spielen, den Magier, um genau zu sein, der heißt, lass mich lesen, Shadax. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen.
Also Shadax, Shadax der Magier, und er ist auf einer Rettungsmission, um Prinzessin Eleanor zu befreien. Die Prinzessin von Arcadia. War es das? Ja, Arcadia. Und sie wurde entführt von Morbius, dem Bösewicht. Keine Ahnung, was der genau möchte. Ich habe jetzt einfach nur die Namen geguckt, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte. Und Arcadia, das erinnert mich an Neo Arcadia. Das wiederum erinnert mich an Mega Man Zero. Nun gut, wir haben drei Wege. Einmal hier links lang, einmal da drücken nach, hoppla, drücken nach oben und einmal da unten. Gehen wir zuerst nach unten. Hat man eine Karte? Ja, hat man Select. Potions. Was war das? Was habe ich getan? Ich habe doch nur Start gedrückt. Moment mal. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Ich habe versehentlich die Tränke verbraucht. Ah, das ist natürlich doof. Moment. Achso, da oben links sieht man die Karte. Da oben links die Karte. Unten links sind, glaube ich, die Leben. In der Mitte ist so eine Art Zauberstab oder was das sein soll. Ja, das kenne ich von Marissa. Da hat Marissa ihren Magical Room gesucht. Und ja, auf jeden Fall, wenn der Final Level Gamer sich das ansieht und ich gehe jede Wette an, dass er es macht, dann könnte er ja auch mal Marissa versuchen. Also eine Toho-Version dieses Spiels hier. Das wäre echt lustig. Ey! Ey! Ah! Lass mich in Ruhe. Die wollen schon alle auf den Magier. Die, glaube ich, geht doch da lang. Das abpassen. Final kennt das Spiel natürlich bestens. Ah, oh oh. Aber da wir das ja im Voraus aufnehmen, sowohl der Final Level Game als auch ich. Okay, da könnte ich rein da. Da könnte ich rüber. Kann weder er mir helfen, noch ich ihm. Obwohl, ich weiß nicht, wie er seine Aufnahmesessions macht. Ah, genau. Wie bei Monster Max. Oh je, das ist schon wieder so eine Sache. Irgendwie muss der Magier doch höher springen können. Und ich habe Angst, irgendwie meine Potions hier zu verwenden, weil ich eben nicht weiß, was die machen. Ich weiß gar nicht, ob Final irgendeine Zeitbegrenzung oder so eingegeben hat. Also nicht eingegeben, aber eine Zeitbegrenzung. Ah, das ist also ein Intro, okay. Eine Zeitbegrenzung haben wir, ja, ich weiß, nicht ausgemacht, aber ich denke mal so. Ah! Ich denke mal, so 20 Minuten sollten reichen. Ah, wie bei Monster Max, okay. Der komische Turm erinnert mich auch an Monster Max. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Da rechts oben. Achso, Keys steht da. Ich habe mich zuerst verlesen. Ich dachte, das wäre kein Y, ein V. Das habe ich gesehen aus dem Intro. Da oben geht es auch lang. Wo bin ich da? So. Jetzt bin ich wo? Jetzt bin ich da. Und was bringt mir das? Lass mal schauen. Ich deppe. Ja, klar. Final, ich werde oft failen. Das sage ich dir jetzt schon. Wow, wow, wow. Okay. Das sieht leicht aus. Moment, ich sollte zuerst gucken, wo es da lang geht. Ach so, jetzt bin ich am Anfang und jetzt kommt da Würfel runtergeregnet. Ich weiß aber nicht, was ich ausgelöst habe, damit das passiert. Was ist das? Aha. Ein Credit. Was ist ein Credit? Sehe ich nicht. Ist wahrscheinlich ein Continue. Natürlich werde ich das Spiel ohne Save States spielen.
Also ist jetzt sind lame. Das ist auch aus dem Intro, okay. Boing, boing, boing. Ich habe ganz genau gesehen, wie das im Intro gemacht wurde. Das sind Schuhe, wahrscheinlich zum Höherspringen. Jetzt! Perfekt. Ja, wie bei Monster Max, die beiden Spiele haben... Die beiden Spiele haben tatsächlich sehr viel gemeinsam. Magic Boots. Oi. Moment, Moment. Jetzt. Ich bin so ein Depp, ich bin zu weit gesprungen. Ich habe die Boots, kann ich die irgendwie einsetzen? Oder sind die automatisch? Ah, die sind automatisch. Toll, hätte ich gar nicht mein Leben opfern müssen. Moment. Der geht drüber, der andere geht drunter. Moment, ich muss nochmal resetten. Jetzt. Nee. Das wollte ich nicht. Der eine hat definitiv einen längeren Weg. Fuck. Komm her. Ja, ich werde oft scheitern in diesem Spiel. Nein! Ich habe sowas von nach rechts gedrückt. Wie viel Leben? Null, oder? Ja, natürlich null. Ich kann mal testen, was die anderen Tränke so machen. Hä? Was habe ich getan? Was macht das? Achso, das hält... Ja, das hält die Zeit an, der Gelbe. Stimmt, das stand ja auch im... Marissa-Teil. Der Lilane ist irgendwie so ein Instant-Kill, glaube ich. Moment. Jetzt! Perfekt. Oh nein, ich will nicht sterben. Mach weiter, Zeit. Hallo? Hallo. Ich bin gesprungen. Die Zeit bleibt also. You have run credit. Wo bin ich jetzt? So. Hier bin ich. Ich muss natürlich zuerst die Schuhe holen. Auf da. Dumm, ich bin so dumm. Ich frage mich, ob Final auch solche Probleme mit Monster Max hat. Es ist gerade mal der Anfang hier. Ey, da, wie schwebt denn das Teil da oben? Geil, habe ich gerade irgendeinen Bug oder so gemacht. Naja, egal. So einmal. Aber geht der Sprung sich aus? Ich traue mich nicht. Ach doch, geht. Rauf da. Dann stimmt jetzt gerade das. Ich muss das irgendwie abpassen. Irgendwie ist meine Tonspur. Extremst. Nein! Leise. Keine Ahnung warum. Liegt vielleicht da. Ah, Tilaf schreibt mir gerade vor Weihnachten. Ja, wir haben es übrigens immer noch den 22. Was heißt immer noch? Wir haben den 22. Dezember. Deswegen nehme ich das auch alles im Voraus auf, damit ich das, was ich eben mit... Nein! Mit Final Level Game ausgemacht habe, damit ich das auch einhalten kann. Oder einhalten möchte, vielmehr. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Moment, wenn ich das habe, kann ich das dann irgendwo anders mitnehmen? Nee. Wozu soll das gut sein? Von da komme ich. Da geht's auch lang. Moment. Das ist da, nicht wahr? Nee, ist nicht. Da ist es, genau. Ach so, da muss ich von oben kommen, genau. Und dieser Weg ist nur... Also, dieser Weg hier ist nur damit, dass wenn ich runterfalle, dass ich da den Umweg gehen kann.
Zumindest das habe ich verstanden. Okay. Ja, perfekt. Da muss ich, glaube ich, schnell sein. Nee, es geht sich doch nie aus. Ich guck mal weiter. Jetzt bin ich hier. Moment, in diesem Toho-Teil von dem hier gab es doch so einen Trank, der unsichtbare Dinge sichtbar macht. Was war denn das für einer? Gibt es da keine Erklärung dazu? Räume 24. So, mit A. Kann ich da nicht irgendwie eine Erklärung von dem Trank? Ich teste jetzt einfach mal jeden. Nee, der Gelbe war Zeit anhalten. Okay, der macht mich nicht unverwundbar. Gerade jetzt werde ich angeschrieben. Moment. Ah, es ist, glaube ich, so eine Trampolin. Geil. Komme ich da wieder so rüber? Er ist nicht gesprungen. Hihihihihi. Ich weiß gar nicht, ob ich da lachen soll oder nicht. Okay. Zumindest das habe ich geschafft. Ich glaube, da komme ich nicht weiter. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Game over. Das war's. Uiuiui. Was für ein erstes Video. Naja. Na gut, dann war das erstmal der Anfang. Ich werde mal schauen, wie ich jetzt weiter verfahren werde. Natürlich werde ich das Projekt weiterspielen. Das kommt gar nicht in Frage, dass ich das jetzt irgendwie aufhöre. Weil ich und Final habe eine Vereinbarung und ich halte mein Wort. Aber naja, ich werde jetzt erstmal den ersten Part hier beenden. Das war so schon mal ein kurzer Einblick. Ich habe lächerlich gefailt. Hoffentlich stellt sich Fein auch einigermaßen so an, ansonsten bin ich eine Lachnummer. Gut, dann würde ich sagen, das war der erste Part von Soul Styles. Ich sag schon wieder falsch. Soul Styles. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die Steine da draußen gehen wir gerade ziemlich auf die Eier. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fair Pech.